Hi, Uwe hier. Ja, das Wochenende total verregnet. Ja, mache ich ja eine kleine Runde bei mir im Viertel und nehme euch da mit. Also, ist nichts Großartiges, wird auch nur ganz kurz das kleine Video. Jetzt gehe ich hier runter zur Spree und dann will ich euch noch eine Art Lost Place zeigen. Eine ehemalige Brauerei. Da gucken wir aber nur von außen an ran. Aber sieht ganz abenteuerlich aus, das Teil. Also viel Spaß bei dem kleinen Video hier. Bis später. Was ist das hier für ein Baum? Da hängen solche Art Bohnen runter, würde ich fast sagen. Sieht das aus? Merkwürdig. Hab ich noch nie gesehen. Naja, keine Bohnen, aber irgendwelche merkwürdigen Sachen. Ah, hier ist noch was drin. Ja doch, sieht fast aus wie eine Bohne. Ich und Botanik. So, runter geht's jetzt zur Spree. Fängt schon wieder an zu nieseln. Gestern hat es hier total geregnet, Samstag, heute ist Sonntag. Und naja, lange Touren. Wollte ich jetzt nicht machen bei dem Wetter. Auch mal raus an die Luft. Und da ist die Spree, man sieht es ja schon. Ja, über die Brücke muss ich fast jeden Tag fahren zur Arbeit. In die Richtung. Die Minna-Totenhagen-Brücke nennt sich die Straße oder die Brücke. Und das ist ja die Spree, wie gesagt. Nicht viel los heute bei dem Wetter. Keine Boote großartig zu sehen hier. Bei schönem Wetter ist hier manchmal ganz schön voll. So, jetzt überquere ich hier die Stubenrauchbrücke. Und da drüben auf der linken Seite sieht man dann schon diese verlassene Brauerei. Also da drüben, diese ganzen Häuser da gehören dazu. Ehemals Bärenquell. Ja, rein kann ich da nicht. Das ist auch ringsherum gesperrt. Und außerdem, naja, muss nicht sein. Aber ich gehe mal näher ran und zeige euch noch ein bisschen was. Hinten ist die nächste Brücke. Von schöner Weide. So, dann gehen wir hier weiter. Noch ein Stück hier vor. Oh, hier sind die Außenmauern von diesem Bürgerbräu zu sehen hier. Und wie gesagt, ist alles ringsrum zu. Bärenquell, Brauerei war das, nicht Bürgerbräu. Bärenquell. Ja. Hohes Stachelgrad, Kameras und so weiter und so fort. Ein bisschen Kunst hier.
komische Lampen hängen da. Ah, da hinten sieht man noch ein paar von den Häusern. Und die Kamera ist da an diesem Mast. Sehen aus, als würden sie funktionieren mit Lautsprechern und was nicht alles. Nee. Also hier kann man, sehe ich zumindest, nicht unbedingt rein. Na gut, ich gehe noch ein Stück vor. Dann zeige ich euch noch die Außenansicht. Ja, war mal ein riesen Gebäude, Komplex. Haben ja auch viele Leute Bier getrunken. So, na gut, sieht aber alles ganz schön marode aus. Und nicht ohne Grund gesperrt alles. Okay, dann gehe ich hier noch ein Stück vor. Vielleicht sehen wir da noch was. Da oben wachsen Birken auf den Sims. So, das soll es hier vorhin gewesen sein. Von dem kleinen Ausflug hier zu diesem Lost Place, was da mal raus wird. Tja, Riesengelände. So, dann gehe ich hier vor und dann zur nächsten Brücke quasi durch die Spreehöfe. Da ist auch ein Kino, wo ich ab und zu mal hingehe. Und dann zeige ich euch noch die Ecke hier. Thank you.
Richtig trübes Wetter heute, aber es regnet nicht zurzeit, also war schön mal ein bisschen zu spazieren gehen hier. Ja, das ist hier schöne Weide, wie gesagt. Und das ist ja die Tresco-Brücke, die ich jetzt gleich überqueren werde. Und dann geht's dahin. Von da hinten bin ich gekommen, das ist die Stubenrauchbrücke. Da bin ich ja vorhin drüber gelaufen. Und jetzt geht's hier wieder über die Spree. Richtung Oberschöneweide. So, na gut. Hier drüben sieht man auch noch alte Industriegebäude. Teilweise sind da jetzt Firmen wieder drin, teilweise auch nicht. War früher mal Kabelwerk oder Spree hier alles. Und da hinten noch irgendwie Fernsehröhren wurden da hergestellt. Etwas weiter hinten. Ja, steht zum größten Teil alles leer hier. Bis hier diese Tresco-Höfe, da sind Arztpraxen und so weiter und so fort. Und ein paar Gaststätten und das Kino, wie gesagt. So. Ja. Noch ein Stück. Und dann ist die Runde schon vorbei für heute. So, noch einen kurzen Blick in die Spreehöfe. Wie gesagt, hier sind alles Mögliche drin, Arztpraxen. In diesen ehemaligen Betrieben hier. Und da drüben ist das Kino, wo ich ab und zu mal hingehe. Relativ klein. So, da ist das Kino Spreehöfe. Ja, schönes, kleines, gemütliches Kino. Ich weiß gar nicht, was jetzt so aktuell ist an Film. Ich glaube, zurzeit nichts, was mich interessiert. Aber egal. So, Freunde, dann werde ich mich mal gleich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Der kleine Ausflug heute war ja nur mal so ein Video nebenbei. Und zu diesem ehemaligen Brauereigelände da kann ich nur von außen ran. Will ich auch gar nicht rein, das ist mir zu gefährlich. Das sollen andere machen. Ich habe es euch mal von außen gezeigt. Vielleicht hat es euch auch ein bisschen Spaß gemacht, die kleine Tour hier. Dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich bei schönerem Wetter wieder. Zurzeit ist es ja nicht so angenehm draußen, aber schönes Wetter kommt bestimmt noch im Herbst. Und dann mache ich mal wieder eine längere Runde. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.